Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 176. Wieder mit Kaylin unterwegs. Hallo. Und wir haben jetzt. Müssen mal die Chassis rausgesucht von der Power-Rüstung. Vielleicht fehlt es jetzt gleich wieder an Teilen. Mal schauen. Wahrscheinlich, bestimmt sogar. Ah, da ist ja noch einer. Ich kann immer nichts hier herstellen. Achso, ich muss, glaube ich, die Power-Rüstung erstmal reinstellen, oder wie war das? Ich muss sie zuerst platzieren, ja, genau. Ja, okay. Haben wir hier noch irgendwo eine? Ah, da. So, dann schauen wir doch mal. Was das wird. Burgerrüstung. Na, das könnte sogar hinhauen. Helm. Jawohl. Linker Arm. Und das war's. Es fehlt wieder ein Schrauben. Das ist doch echt zum Kotzen. Schrauben brauchst du denn dafür? Für jedes Teil 10. Ja. So 60 insgesamt. Ja, ich würde sagen, wir fahren zum Händler, gucken, ob wir da Schrauben kaufen können, als große Menge. Das ist eine gute Idee. Dann gehen wir wieder hin zurück. Geh mal zur Station Lewisburg. Ja. Jetzt habe ich ihr Glück. Stimmt nicht, so wie ich mich kenne. Ich warte mal, ich weiß auch nicht. Ich überlege, ob ich vielleicht mal zu einer anderen Station gehe. Je nachdem. Ob der dann. Also, ich weiß nicht, ob der dann halt die Sachen weggekauft sind, wenn du da dran warst. Ich glaube schon. Ja, deswegen habe ich mal zu weit springen. Schauen, was wir da so finden. Ich glaube, Schrauben gibt es hier gar nicht als Großmenge. Sehe ich mich? Aber ja, ich habe ja gesagt, irgendwann werden die Schrauben auch bei dir mal Mangelware sein. Ja, das, ich hätte mein Zeug nicht reparieren sollen. Ja. Deswegen habe ich jetzt zu wenig leider. Irgendeine von diesen leichenlosen Schrauben dabei? Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Ah, Grubenhauer. Aber die können wir jetzt mal kurz gestohlen bleiben. Da kämpfen Leute gerade gegen eine Brandbestie. Oh. Ich habe sie mal angehittet. Vielleicht bekomme ich ja XP, wenn sie überleben. Ja. Ich stehe zu Diensten, Sir. So, Schrott. Da bist du. Dann gehe ich hier hin. Nein, du hast keine Schrauben. Ich glaube, wir haben hier Pech jetzt. Dienen und schützen. Und Sachen kaufen, die Schrauben haben, lohnt sich halt auch absolut nicht. Nee. Für Verwerten bekommt man ja auch Schrauben, glaube ich, ne? Je nachdem, ja. Halt, was drin ist. Ah ja, genau, ich habe ja hier noch die zwei Rüstungsdinger. Die ich verwerten wollte. Wo du gerade davon geredet hast. So, dann kommt der Raider Power Helm mal noch weg und der linke Arm. Was aber auch nicht so wirklich viel jetzt gebracht hat. Ich glaube, die müssen wir fast farmen. Ja. Na ja, gut, das heißt, wir werden die Mission dann wohl auch erstmal ad acta legen.
bisschen auf die Schrauben achten. Genau. Ja, also, habe ich ja sowieso im Dings drin, von daher. Ja, ich auch mehr als jetzt schon. Gut, dann tschüss Powerrüstung. Schön mit dir. Machen wir vielleicht mal den Schleier der Geheimnisse weiter. Also Madämmchen-Quests hier. Haben wir auch noch genug. Genau. So, und der Aufseherin. Glückstreffer. So. Deaktivieren. So, die Stimme von Z fehlt ja noch. Ich glaube, das wäre auch irgendwie so Level 25 oder 30. Ja, Novizen der Mysterien aktiviere ich auch mal. Genau. Und bei Zeiten können wir vielleicht auch mal Ellas Bunker machen, falls wir da mal hinkommen in den Nähe. Genau, stimmt. So, Stimme von Z. Das war ja, glaube ich, auch noch irgendwo ein Holotape. Ja. Die Herrin der Mysterien ist keine Scharfschützin. Und sie ist kein Silver Shroud, der sich mit Maschinenpistolenfeuer mitten ins Getümmel stürzt. Aber sie trägt eine Pistole. Ein Werkzeug wie jedes andere auch, das sie einsetzt, wenn die Situation es erfordert. Der bekannte Revolver der Herren war die Stimme von Seth. Er besaß eine Reihe von Fähigkeiten. Ganz ehrlich, er konnte das, was immer die Autoren gerade brauchten. Dazu habe ich eine Menge Briefe erhalten. Aber für uns ist diese Vielfalt essentiell. Wir brauchen Werkzeuge, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Deine Mission besteht darin, unsere Optionen zu erweitern. Kryptos hat Hinweise zu mehreren Waffenprototypen, die sich vor dem Krieg in der Entwicklung befanden. Du musst einen davon besorgen. Frederick die Pläne. Mal sehen, was er damit anstellen kann. Er erstaunt mich immer wieder. So, war nichts mit Hütchen spielen. Aber ja, das wäre echt, wäre tatsächlich mal eine ganz witzige Sache. Theoretisch, oder? Ich glaube, du kannst ja nichts anheben. Ob wir das wirklich hier machen, hätte machen können. So. Du bist wahrscheinlich die Engine zu alt. Ja, das auch. Das auch. Ich hab die Stimme von Seth. Habe ich jetzt einen Questmarker oder nicht? Questmarker haben wir. Ja? Ja. Dann schau ich mal. Ja, nee, das ist Ellas. Ja. Oder muss ich das erstmal noch aktiv... Nee, warte mal, ich hab's aktiviert, hab ich's doch schon quasi. Vielleicht noch eine Quest? Ich guck mal gerade. Wendigo. Holobänder. Nee, unter Sonstiges habe ich nichts mehr. Prototypische Probleme. Ah ja, die müssen wir anwählen. Genau. Kryptos. Das ist dann. Irgendwo im Westen. In Riverside Manor müssen wir. Ah ja, okay. Da waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Stimmt, wir haben auch lange nichts mehr da nicht mehr rumgebastelt. Das stimmt, das stimmt. Ein bisschen aus der Links geraten, aus dem Blickfeld, im Fokus geraten. Wir haben einfach zu viel anderes Zeug versucht. Immer so viel zu tun. Ich würde gerne probieren, ob ich da, ob man von da runterkomme. Oh, dann mach mal. Hey, geh weg.
Ja, geht sogar. Na dann. Ach so. Ich muss ja den Schleier der Mysterien anziehen. So, hast du Probleme? Nö, nö. Nicht irgendjemand anders, der hier ist, wie es scheint. Waffenforschungsprogramm. Da? Ach, gibt's da noch einen anderen Weg rein? Ja. Oh, cool. Auch raus tatsächlich. Muss ich dir dann zeigen. Ich glaube, der gefällt dir. Der ist ziemlich lustig. Hey. Okay, lustig ist, ist halt, gehst halt da rein und dann bist du hier. Ja. Waffenforschungsprogramme, okay. Handbuch, Herrin Ezekien. Datenbank geht nicht. Ich glaube, ich muss mich einfach mit meinem, in Anführungsstrichen, ja, der Unbekannte... Ja, Unbekannten findest du es. Ja. Ja, Waffenforschung. Beschaffst die Forschungsdaten und bringen sie... Ja. Okay. Das ist östlich von Standort Alpha. Da waren wir schon mal. Ja, okay. Ja, dann kannst du ja mal, dann zeig mal den Weg. Ah, Kern. Achso. Genau. Hier. Ah, cool. Und hier sind die Bunker, wo du dann nach oben kommst. Bei Matrix. Habe ich leider noch nie gesehen. Ja, ja. Zumindest nicht ganz. Ich glaube, ich habe ihn mit 10 mal gesehen oder sowas. Und da habe ich halt noch kein Auge für Filme gehabt. Ja, ja. Aber beziehungsweise es gibt ja, glaube ich, mittlerweile ein paar Filme, wo du dann so irgendwie unterwegs bist. Und, oder die halt so Telefonanlagen oder irgendwas halt als geheime Aufzüge nutzen. Ja, Harry Potter alleine schon. Das kann, wie gesagt, das habe ich halt noch nicht gesehen. Oder mal gesehen, aber halt nicht mehr im Gehirn gespeichert. Zeit dir verziehen. Ja. So, genau. Da. Cool. Das ist, der ist das der beste Schnellreisepunkt? Ah ja, gut zu wissen. Das sollten wir von Westtech versuchen, der Straße nachzugehen. So, dann ich muss mal gerade gucken, wo der Questmarker ist. Der ist ziemlich östlich, mittlich östlich. Ah ja, ich hab's, okay, Map. Genau. Ich glaube, die nationale Funkanlage wäre am sinnvollsten, weil da zumindest ein Weg hinführt. Habe ich mir auch gerade gedacht noch. Wie ich das mit Westtech gesagt habe. Mhm. Ich habe jetzt schon so viele Wallpaper und nie kommen meine.
in das Zelt. Ist wahrscheinlich schon alles ausgenutzt jetzt am Anfang der Session. Wahrscheinlich. Oh, hier müssen wir lang, glaube ich. Ja. Ja. Ich nehme auch Scharfschützengewehr. Habe ich doch etwas mehr Munition. Ich bin lose Schrauben. Aber die Menge, die man da braucht, ist halt auch ein bisschen frech. Ja, ja. Naja, gut. Okay, ist auch eine gute Rüstung, ne? So ist ja, es ja nicht. Wahrscheinlich. Und wie gesagt, das sind ja so ein bisschen aufs Farmen. Dann geht's ja eigentlich drum bei dem Spiel. Ja, stimmt auch wieder. Deswegen ich halt nicht verstehe, warum die das Inventar und die Begrenzung so klein gemacht haben oder so gering. Passt halt überhaupt nicht zusammen zum Spielkonzept. Das stimmt allerdings. Ja. Das werde ich dann anders machen. Zumindest versuchen. Genau. So, da können wir, glaube ich, echt so querfeld ein. Ich wuseln. Ja, dürfte funktionieren. Laut Map zumindest. Mal gucken, vielleicht finden wir eine Wendigo-Höhle. Genau. Ah, komm, ich glaube, ich brauche nicht großartig schleichen. Nee, falls wir eine Todeskralle finden, ballern wir die einfach weg. Genau. Oder halt an ein Stück Baum hängen bleiben. Ja. Und wir schließen Freundschaft. Genau, das hat ja auch schon mal so gut funktioniert. Wäre cool, wenn die dann später mal kommen würde. Mhm. Ah, wilder Mischling. Das ja. Da spare ich mir das jetzt auch mal gerade das Looten. Du alle drei erledigt? Nee, zwei. Vielleicht habe ich einfach einen übersehen. Kann auch sein. Hm. Oder dazu gezählt, weil einer sich bewegt hat. So weit ist es ja tatsächlich gar nicht. 80 noch, 75. Ja. Wird sie schon sein. Ah, es wird geschossen. Ich wieder Supermutanten. Ja. Ja, eine Mole Rat. Der Sugar Groove. Der echten Groove drauf. Mhm. Das macht ganz schön Bums hier. Warte mal. Unzellen, Bierflaschen, Klemmbrett. Zuckerbomben nehme ich mal mit. Das ist eine Kaffeekanne. Oh, oh, Steampack, cool. Gut Trick dran? Ja, klingt tatsächlich so. Dann schauen wir doch mal, was der schützt. Der protrektet sich wahrscheinlich selbst. Genau. Oh, Maulwurfsratten oder so, Gefiechs. Ja, genau, weil die habe ich nämlich nicht getötet, die rechts vom Gebäude lagen. Ja, aber ich. Nee, so die also, da. Ja. Waren noch welche hier. Dafür mal, die sind nicht böse. Ah, wahrscheinlich. Jo.
Warum kann es nie einer mit offenen Armen begrüßen? Mach er da doch. Dann tatsächlich fängt er an zu ballern. Macht es, ja. Halt weh. Aua. So, dann schauen wir mal. Terminal. Terminal. Entriegelt. Das ging schleicht. Schnell meine ich. Leicht. Mischung zwischen schnell und leicht. Ja, schnell, leicht. Akzeptiere ich. Ja. Neologismen, yay. Schneider. The Mole Red. The Mama. Ja, ja. Warum kann ich nicht so viel Glück haben? Da waren Schraubenzieher, aber keine Schrauben. Ja. Wo ist denn die Wenn dann da Schublade? Da sind irgendwie bei mir immer Schrauben drinnen. Ah ja. Treibstoffkanister, Ballakte, da, nein. Ich gehe schon mal gerade ein bisschen vor. Jo. Oh, hier ein Taktiker, Level 40. Ah, dann bin ich mal gespannt. Aber da kann ich ja vielleicht mal die Pistole rausholen. Mist, zu lange gedauert. Ich weiß auch nicht, auf welcher Taste ich das habe. Papier! Cool. Gibst du in die Luft? Ja. Hat sich nämlich auch so angehört, tatsächlich. 10 Kronkorken. Impact. Terminal Grafikkarte und. Die Sport. Nicht da. Noch einer sein. Oder hier drin. Tippe auf hier. Nee, nicht mal. Nee. Oder ist auf der Toilette. Ja, Öl sollte man jetzt nicht unbedingt beim Klo runterleeren. Derweil ist es doch egal. Wir müssen, glaube ich, auch eins hoch wieder. Aber hier liegen aber ganz schön viele Holobänder. Schaue ich da gleich mal nach. Erstmal die Quest. Eine gute Idee. Mir entgeht nichts. Johnson, du Armleuchter. Ich weiß genau, dass du
mir immer das Mittagessen klaust. Hast du ernsthaft gedacht, das würde unbemerkt bleiben? Wozu in einer Einrichtung, die buchstäblich dafür gebaut wurde, alles zu überwachen? Tja, dummerweise bin ich der Typ, der gerade angeschossen wird. Ja, ich auch. Ist richtig. Komm, Mr. Gazzi. Vielleicht nicht das Scharfschützengewehr die beste Idee. Warum guckt es der die ganze Zeit? So, dann komm, ist noch ein kritischer und du bist weg. Gute Nacht. Perfekt. Okay, lesen wir weiter. Dummerweise bin ich der Typ, der das interne Überwachungssystem entwickelt hat. Zahl mir das Doppelte dessen zurück, was ich dafür bezahlt habe, und gib mir meine Plastikbehälter zurück, sonst melde ich deine Toilettenaktivitäten Commander Gould. Petze! Ja. Nee. Ja. Boah, hier sind auch. Oh, sie sind super viele. Ah, die sind alle leer. Leer, leer. Leer. Leer, 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 leer. Ihre Holobänder oder was meinst du? Ja. Alles leere Holobänder. Na gut, schauen wir uns mal das Terminal an. Intramail. Ganze Menge, nein, klicken wir uns mal schnell durch. Schauen, was das da noch so alles gibt. Stromverbrauch, ja, ja. Haben die hier wahrscheinlich Data Mining betrieben? Ja, Bitcoin Mining. Besser gesagt. Okay. Ach, du kommst mit dem Laden nicht hinterher. So, Abhör, Lukas, Netzwerke. Aufzeichnungen. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Projektdaten herunterladen. Leeres Holoband, okay. Machen wir das mal. Aufseher-Logbuch. Lese ich wieder auf. Warte mal, Forschungsprojekte.
sah. Forschungsdaten. Runterladen. Geht das jetzt? Holobandkapazität. Müssen wir jetzt echt 138 Holobänder da reinlegen? Also. Ich hoffe mal nicht. Deswegen ging ja so viel rum. Ja, da hinten wäre aber auch noch ein Questmarker. Kannst du ihn da auswerfen und einwerfen, oder? Ja, ja. Hier ist was. Oder? Hm? Ich glaube hier, oder? Ja, das kann gut sein. Welche Lasergeschütztürme war das? Ja, das sieht, glaube ich, echt ganz gut aus. Naja, schauen wir uns das nächste Mal um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.